Hallo liebe Freunde des Fußballs und willkommen bei InSports 1 gegen 1. Es ist Montag und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um diese beiden Stürmer. Weitere Infos erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ja, die Woche fängt an und ab heute startet jeden Montag InSports 1 gegen 1. Dies wird eine wöchentliche Serie, an dem ich zwei von euch vorgeschlagene Spieler miteinander vergleiche und Stärken und Schwächen auflisten werde. Wer aber der Gewinner am Ende ist, das entscheidet ihr. Also, los geht's! Heute schauen wir uns Lukaku und Morata an, zwei Weltklasse-Spieler der Premier League. Fangen wir mit Romelu Menama Lukaku Bolignoli, so heißt der 24-jährige und gebürtige Belgier mit vollen Namen an. Der Linksfuß hat mit 1,91 Meter eine perfekte Größe als Stürmer. Er hat momentan einen Vertrag bei Manchester United, der bis 2022 läuft und einen Marktwert in Höhe von 85 Millionen. Romelu Lukaku kommt diese Saison auf 35 Spiele, 18 Tore und 6 Vorlagen. Bei einer Gesamtspielzeit von 2819 Minuten in der Premier League sind es 24 Spiele, 11 Tore und 5 Assists. Er trifft dabei alle 157 Minuten. Bei einer durchschnittlichen Passquote von 68% mangelt es ganz stark an der Schussgenauigkeit, denn da kommt er lediglich auf 56%. Noch zur Info, Lukaku kam letzte Saison von den Toffees für 85 Millionen Euro und etablierte sich sehr schnell als Stammspieler bei den Red Devils. Zu den Stärken von Lukaku gehört eindeutig seine Physik. Der Stürmer gewinnt häufig die Duelle im Zweikampf durch seinen Körpereinsatz. Dazu kommt noch, dass er dadurch gerne den Ball mit dem Rücken zum Gegenspieler lange hält und somit Freiräume für seine Mitspieler schafft. Außerdem hat der Belgier einen unglaublich harten Schuss und wenn er dann das Tor trifft, wird es meist gefährlich. Was spannend ist, Lukaku ist recht schnell. Das mag zwar nicht so rüberkommen, aber er war mal beim 4:0 Spiel gegen West Ham mit 34,6 km/h der schnellste Spieler einer Premier League Woche. Kaum zu glauben. Zu den Schwächen von Lukaku aber gehört einerseits seine schlechte Passgenauigkeit und sein schlechtes Defensivspiel, welches das ein oder andere Gegentor verursacht hat. Nun aber zum Kontrahenten. Alvaro Morata ist 25, ein Jahr älter als Lukaku. Der rechtsfüßige Spanier ist mit 1,86 Meter vergleichbar groß, hat einen Vertrag bei Chelsea London, der bis 2022 läuft und kommt auf 65 Millionen Euro Marktwert. Morata kommt in 31 Spielen auf 12 Tore und 4 Vorlagen. Und das bei einer Gesamtspielzeit von 2055 Minuten in 2017-2018. In der Premier League sind es 20 Spiele, 10 Tore und 4 Vorlagen. Treffen tut Morata dabei alle 171 Minuten. Gekommen für 62 Millionen Euro aus der Hauptstadt Spaniens, wo sie ihn momentan sicher vermissen werden bei der Krise, die Real hat, startete Morata eigentlich sehr gut am Anfang durch. Allerdings hielt diese Glückssträhne nicht lange und mittlerweile hat er nicht einmal einen Stammplatz sicher. Morata hat eine vergleichbar gute Passquote für einen Stürmer bei 72%. Leidet aber auch hier an der Schussgenauigkeit. Wie Lukaku kommt er hier nur auf 55%. Zu den Stärken Moratas gehört sein guter Abschluss. Er ist sehr oft eiskalt vorm Tor und netzt die Dinge auch ein. Mag sein, dass es in der letzten Zeit nicht mehr so oft vorkam, aber er hat uns auch schon bessere Tage gezeigt. Zu seinem guten Abschluss kommt die Kopfballstärke von ihm hinzu, denn die meisten Tore von Alvaro Morata sind durch den Kopf erzielt worden. Ein wichtiges Attribut für einen guten Stürmer. Trotz seiner eher durchschnittlichen bis schlechten Passquote zeigt er gutes Auge für den ein oder anderen gefährlichen Pass für seinen Mitspieler. Was er noch gut beherrscht, ist Konterfußball. Dies haben wir oft bei Real Madrid oder Chelsea gesehen. Er ist da sehr schnell im Kopf und weiß, wo er als nächstes stehen oder passen muss. Zu Moratas Schwächen gehört, denke ich, sein Abseitsspiel, nenne ich mal. Der Stürmer steht einfach so oft im Abseits und verhindert dadurch viele gute Angriffschancen. Hinzu kommen seine schlechten Fouls. Diese führen meist zu Karten oder unnötige Gespräche mit dem Schiedsrichter, welche wiederum zu Karten führen. Viele Informationen, was? Jetzt aber nochmal die Daten zur Übersicht. Lukaku ist 24, Linksfuß und 1,91 Meter groß. Morata 25, Rechtsfuß und kommt auf eine Größe von 1,86 Meter. Lukaku hat einen deutlichen höheren Marktwert von 85 Millionen. Morata kommt nur in Anführungszeichen auf 65 Millionen. In 35 Spielen kommt Lukaku auf 18 Tore und 6 Assists. Morata schafft es in 31 Spielen lediglich auf 12 Tore und 4 Vorlagen.
Im Thema Passquote und Schussgenauigkeit sind beide Stürmer sehr ähnlich, denn Lukaku kommt auf 68% Passquote und 56% Schussgenauigkeit. Bei Morata sind es 72% Passquote und 55% Schussgenauigkeit. Zu den Stärken von Lukaku gehört das Ballhalten, Kopfball, sein Körper, Schuss und Tempo. Schwächeln tut er aber in der Defensive. Morata hat einen guten Abschluss, besitzt Kopfballstärke, zeigt sein Passkönnen und ist sehr schnell im Konterspiel. Zu den Schwächen Moratas gehört sein schlechtes Abseitsstellungsspiel, nenne ich mal. So, und das waren die Informationen für das erste Duell Lukaku gegen Morata. Im Großen und Ganzen bleibt zu sagen, dass es zwei Weltklasse-Spieler sind. Ihr aber könnt jetzt in den Kommentaren euren Gewinner nennen und mir zwei weitere Spieler für die nächste Folge vorschlagen. Ich hoffe, dass euch die erste Folge gefallen hat und würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr nächste Woche nicht das nächste spannende Duell verpassen wollt, abonniert unbedingt diesen Kanal. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram und Snapchat für weiteres Fußball-Entertainment. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal bei 1 gegen 1.